Hey Leute, und damit willkommen zurück zu Penumbra Requiem. Das ist der dritte Teil dieses Spiels, quasi. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, das gespielt zu haben. Es könnte sich sogar wirklich um ein Blind Let's Play handeln, wenn wir mal davon ausgehen. Also sage ich jetzt einfach mal nichts dazu. Wir starten, Leute. Der dritte Teil der Penumbra-Trilogie. Ja, bitte. Bin ja schon so ein bisschen gespannt. Ehrlich gesagt. Auch wenn manche meinten, es wäre nicht so gut, dieser dritte Teil. Die Northwestern-Mine befindet sich auf den Koordinaten N81-6... Ja, okay. Dann halt nicht. Okay. Ich hätte niemals geglaubt, dass ein einfacher Brief meines Vaters mich in diese Lage bringen konnte. Als ich bereits ziemlich weit in das Gefilde vorgedrungen war, fragte ich mich, ob das alles echt war, was ich die ganze Zeit erlebt hatte. Ich spürte innerlich, dass das Ende meiner Reise nahe bevorstand. Doch der letzte Weg, der mich hier rausbringen konnte, würde mein einfacher sein. Würde kein einfacher sein. Morning. New arrival detected. Warning. Welcome, new arrival. You are the fourth new arrival detected in the past 10 hours. One further arrival recorded 32 hours ago. Okay, ich hab's eigentlich auf... Warte mal. Spiel? Deutsch. Untertitel an. Sprachausgabe Englisch. Man kann es nicht auf Deutsch stellen, die Sprachausgabe. Ich meine eigentlich, es wären deutsche Texte, aber vielleicht... Oh, ich höre wieder Spinnen. Vielleicht ist das auch nicht der Fall. Ein schwerer Felsblock. Doch, es ist Englisch. Deutsch, aber die Untertitel waren eben Englisch. Dieser Druckschalter ist irgendwie sehr beunruhigend. Oh ja. Oh ja, ist es auch. Oh Mann, welches Spielchen werden hier gespielt? Sind wir eigentlich immer noch Philipp und spielen die Ereignisse nach Penumbra Schwarze Pest? Diese Leiter scheint mir sehr vertraut. Diese Leiter scheint mir sehr vertraut. Alter, was? Kann ich da irgendwas... Ah, ich kann so einen Felsblock vielleicht draufschieben. Also selber draufsteigen sollte ich dann nicht, habe ich eben festgestellt. Wow! Ach super, guck mal, jetzt habe ich mir quasi eine Treppe geschaffen dadurch. Ist ja nett. Bringt mir das auch was? Habe ich denn überhaupt... Ich habe eine Taschenlampe und einen Leuchtstab. Was ist denn hier los? Ich habe ja noch alles. Ah, seht mal. Sehr gut. Nee, es ist blind, Leute. Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich das hier schon mal gespielt habe. Name, Elof Carpenter. Brink. What does it matter? They came for me in the cell, just as I was recording my findings. I felt sure it was over. My cyanide capsule was dud. And then... I came to... In this place. This monolith. It's unlike anything we've found so far. Wow. Okay, es geht wohl um diesen Monolithen. Eli Carpenter, haben wir von dem nicht schon mal was gehört? Ich meine ja, oder? Da ist noch ein Buch. Ja, leider ist es eben in Englisch, die Untertitel. Also nicht alle Untertitel sind in Englisch, doch. Es ist ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Naja, ich hoffe, ihr versteht das meiste. Name, Elof Carpenter. Rank, elevated. Status, Code C, imprisoned. We were so close. And yet, following the release of the Turngate virus 9 months ago, my personal security has at last been compromised. Yesterday, an unfamiliar survivor arrived in the next door cell. It seems unlikely I will see him again. Okay.
Ein Überlebender also. Sehr tief und dunkel. Ich hoffe nicht, dass ich dort hineinklettern muss. Ich hätte ja nochmal auf Schote schauen können, ob es da vielleicht schon Untertitel gibt, aber... habe ich jetzt leider verpasst, weil ich dachte eigentlich, es wäre alles auf Deutsch. Und jetzt mache ich das aber auch weiter erstmal. Ich bin nämlich ein bisschen in Zeitdruck für heute, für die Videos, ehrlich gesagt. Oh, nicht schon wieder Spinneneier, oder? Ah! Das war nur eine optische Täuschung, oder? Halluzination. Schade, ich dachte eigentlich, ich müsste das jetzt wiederholen, dieses Rätsel. Eben so ein Schieberätsel oder was auch immer. Das ist eigentlich ganz nett hier. Gut. Wie sieht das denn aus? Was ist das? Ein Portal? Wie funktioniert das? Was habe ich falsch gemacht? Ich muss irgendwie dieses Portal zum Laufen bringen. Wahrscheinlich würde das hier ähnlich wie eine Wippe benutzt. Wenn ich da was runterwerfe, warte mal. Problem ist, ich habe nicht sehr viele Steine. Warte mal, wenn ich mir die hier rüberschiebe, als Brücke quasi nutze, die bekomme ich ja theoretisch auch wieder rauf, oder? Über diese Schräge. Kann ich das Ding hier verschieben? Nee. Warte mal, kann ich die zu zweit irgendwie verschieben, die Blöcke? Also kann ich den da, den unteren dann ziehen und den anderen damit dann... Tatsächlich, das geht. Guck mal, wie stark er ist. Mach das mal. Das ist eine richtige schwere Arbeit, du, glaube ich. Solche massiven Steinblöcke da rumzuschieben. Respekt, mein Freund, Respekt. Aber das liebe ich ja so an Penumbra, diese Physikrätsel einfach, das ist so genial. So, mehr als zwei bekomme ich da nicht rüber auf diese Weise. So. Wollen wir mal gucken, ne? Ob die schon ausreichend sind? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, und hoffentlich fallen die auch nicht runter. Kann ich irgendwie speichern hier? Nein, ich habe jetzt geladen, oder? Ich bin so doof. Warte mal, vielleicht reicht das ja auch so. Mit F5 habe ich also das Spiel geladen. Das ist interessant. Ich dachte, mit F5 speichere ich. Ich hätte auch nochmal gucken können, ne? Ne, reicht noch nicht. Gucken wir uns das nochmal an. Die 2 kann ich ja aufheben für die Bodenschalter hier. Elof Carpenter. Rank elevated. Status Code C. Imprisoned. We were so close. And yet, following the release of the Turngate virus 9 months ago, my personal security has at last been compromised. Yesterday, an unfamiliar survivor arrived in the next door cell. It seems unlikely I will see him again. Hm? Das Gewicht sollte jetzt auch... Hä? Das hört sich aber nicht so an, das sollte doch jetzt runtergehen wahrscheinlich, oder? Diese Wippe. Soll ich da jetzt auch noch drauf springen? Nee, 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 das lasse ich mal. Das lasse ich mal, Freunde. Ich springe da nicht drauf. Das könnt ihr mal schön knicken. Aber warum stand da, das Gewicht reicht aus? Das ist doch gar nicht der Fall. Upsala. Ich frage mich ja, was das hier geben soll mit dem Rätsel. Ich will nicht nochmal an die Spinnen gehen, Leute. Ich will das nicht. So. Okay. Und den noch rüber.
Gut. Geh rüber. Oder komm, wir gucken uns nochmal an, was passiert. Okay, genau das, was eben schon passiert ist. Als ich nicht hingesehen habe. Na gut. Dann werde ich erstmal die Steine wieder auf die Bodenschalter stellen, dass die Tür aufgeht. Ich habe trotzdem überhaupt keinen blassen Schimmer, was ich da mit der Wippe machen soll. Ich glaube, die müssen auch darauf liegen bleiben, oder? Die kann ich nicht weiterschieben. Also wieder runterschieben, das sind ja Druckschalter. Die rasten ja nicht ein oder so. Die rasten aus. Ach, seht mal. Das reicht ja doch schon. Ah, das ist dieser Wurm. Nee. Und das Geräusch dazu. Ja. Level exit open. Level exit open. Das ist wunderbar, gute Frau. Was habe ich mir in die Notizen? Ich habe anscheinend alle Keys gefunden, um diesen Ort verlassen zu können. Ja. Ich brauchte nur den Schlüssel, oder was? Wow, jetzt funktioniert's. Es gibt viele Fragen, die sich nie wirklich beantworten lassen. Vielleicht aber sprengt der Tod die Gesetze der Physik. Ich bin mir im Moment nicht mehr sicher, ob ich bereits nicht schon längst tot bin. Ich glaub's nicht, dass wir tot sind. Immerhin hat der Tourguide uns ja akzeptiert in der Schwarzen Pest. In Penumbra 2 quasi. Ach nee, das war ja was anderes. Wir sind ja hier niedergeschlagen worden von einem Vieh. Wo bin ich denn gelandet? Na, okay. War da was drin? Gott, ich habe immer noch dieselben Sachen wie vorher. Oh, Mann. Oh, Mann. Nee, also das ist definitiv blind, was ich hier spiele, Leute. Definitiv. Pass auf, wo du hintrittst. Haha, lustig. Ist das, das ist wieder eine Kamera, ne? Auf dem Schild steht 10 Sekunden Schalter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ach, die Tür geht dann auf. Okay. Ich muss auf jeden Fall hier durch, ohne dass die Kamera mich wahrnimmt, oder? Ist ja lustig. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab's mir so gedacht. Verdammt. Oh Gott. Gas? Ja, coole Sache. Geht das auch wieder weg? Ja, danke schön. Nö. Mir geht's aber gut. Mir geht's gut soweit. Ich muss die Kiste hier durchkriegen, schnell. Wahrscheinlich arbeiten die hier mit noch mehr Druckschaltern. Achso, ich hätte wahrscheinlich auch so ein Stückchen Beton mitnehmen können, oder? Oh oh. Bestimmt sogar. Ah, nicht schon wieder Gas! Oh Gott. Böses Gas. Alles klar, komm, dreh dich mal zurück, liebe Kamera. Hallo? So, die war nicht richtig. Okay. Good day. Guten Tag. Can you hear me? Ja. Well, I hope that your ears. Well, I hope that your ears. Well, I hope that your ears. Well, I hope that. Es ist keine Kassette eingelegt. Okay. Das war gar kein Mensch.
Ja, Kassettentape, ein blutiges Kassettentape, oder? Patientenfunde Dr. Eminis. Welche Hinweise geben mir oder gibt mir diese Kassette? Patient Dr. Eminis. Medical Examiner Dr. Eminis. Patient, that's me, reports disorientation and rash. I am infected. Paranoia, oral distortion. Did I say that already? Patient had the most exhilarating out-of-body experience. I escaped reality. I feel good. Confounded findings in Dr. Swanson. There is a 79.55% probability it will lead to her death. Okay. Dr. Swanson, ja, die habe ich leider getötet, wenn ihr euch erinnert. Oh, nicht schon wieder. Oh Gott. Ich kann es aber diesmal gar nicht abstellen, diese Laserschranken. Noch so ein Artefakt. One key remaining. I repeat, one key remaining. Das ist gut. Also einen brauche ich noch, um diesen Ort verlassen zu können. Der Durchgang scheint gut abgesichert zu sein. Also hier geht's nicht durch. Wahrscheinlich, wenn ich da durchlaufe und die Laserschranken berühre, bin ich tot, nicht wahr? Da bin ich tot. Warte mal, komme ich da irgendwie rauf? Kann ich diese Tür eventuell? Nee. Ich muss da irgendwie raufkommen, Leute. Ist gut gesichert. Also ich muss dort rauf. Es geht nicht anders. Da sehe ich aber keine Möglichkeit. Ich kann die Kisten schlecht hochheben, oder? Die sind zu schwer, vermute ich mal. Nee, absolut nicht. Die sind viel zu schwer. Kann ich den Automat verschieben? Der ist leer. Na, fantastisch. Wie mache ich das denn? Irgendwo muss hier eine Leiter sein oder sonstiges, die ich runterlassen kann. Ich glaube nicht, dass es... Nee, da geht's auch nicht weiter. Vielleicht einen Gullideckel anheben oder so. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Was ist hier denn, eine Lampe? Eine kaputte Lampe. Hm. Gut, jetzt bin ich schon mal hier, aber was bringt mir das? Kann ich vielleicht auf die Lichter springen? Oh. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft, wenn ich da auf die Lichter komme, oder? Au, schon wieder. So, warte. Aber es könnte was bringen, weil seht mal, hier ist eine Leiter. Könnte ich doch nur irgendwie... Das kann doch nicht deren Ernst sein, dass ich hier auf die Lampe springe. Ne, auf diesen Lautsprecher und dann da rüber und von der Lampe dann dahin, oder? Irgendwie muss ich das... Diese Leiter sieht nicht gerade stabil aus. Mein Gewicht sollte sie aber aushalten, glaube ich. Ich habe auch nichts zum Werfen, irgendwie. Da ist ein Kasten an der Wand, seht ihr das? Vielleicht kann ich irgendwie diese Stromkästen manipulieren. Oder ich laufe mal ganz kurz durch die Laserschranken, dass hier alles explodiert. Ja, das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Na gut, Leute, ich werde mal den Part beenden für dieses Mal. Ach nee, da ist ja wieder... habe ich jetzt erst gesehen. Ja, es ist etwas düster bei mir. Na gut, ich werde den Part beenden. Ich hoffe mal, euch gefällt's. Würde mich auch weiterhin auf die Unterstützung in Form von Likes und Kommentaren wirklich sehr freuen. Und ja, ich habe heute nicht so viel Zeit, deswegen bleibt es leider erstmal bei einem Video für heute. Aber schauen wir mal, was es nächstes Mal dann so gibt am Wochenende. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal mit Penumbra Requiem.